Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War. Wir spielen die Blauröcke, die, ja, die Guten. Ja, Hilferuf, 15. Juni 1861. Ihre neu formierte Armee war auf dem Weg nach Washington, hat aber einen Hilferuf empfangen und muss reagieren. Das Versorgungslager der Union in der Nähe der Manassas Railroad Junction braucht dringend ihren Schutz. Die Region unterstützt die Konföderierten stark, also räumen unsere Streitkräfte das Lager. Es wird allerdings mehr Zeit benötigt, um Vorräte, Waffen, Munition zu sichern. Die Rebellen sind wild entschlossen, an mehr Waffen zu kommen und Truppen zum Angriff auszusenden. Die Besatzung reicht nicht aus, um sie aufzuhalten. Ihre Mission ist es, rechtzeitig anzukommen und die Angreifer abzuwehren. Doch, wir haben nur 6 Brigaden von 8. Mir fehlt es an Geld. Männer habe ich noch ein bisschen. Schade. Mehr kriegen wir nicht. Sollte doch eher auf Wirtschaft gehen oder Politik, um mehr Geld zu kriegen. So, unser Versorgungslager läuft Gefahr, von den Rebellen überrannt zu werden. Die Vorhut ihrer Armee hat schnell reagiert, um es zu verstärken. Danke. Kommt mir aber bekannt vor, die Mission. Ja, konföderierte Streitkräfte nähern sich aus dieser Richtung. Ja, ich glaube, die haben wir als Konföderierte gespielt. Und da kamen wir auch aus dieser Richtung. Ich bin hier links lang gegangen. Und die Verstärkung kam von links. Oder von da? Okay. Und auf dieser Straße, wir können ein paar Plänker entsetzen, um sie zu verlangsamen. Okay. Sie haben die kleine Besatzung des Versorgungslagers zur Verfügung. Sicherlich nicht genug Männer, um all diesen Feinden, die sich in unsere Richtung bewegen, aufzuhalten. Aber der Rest ihrer Streitkräfte wird nicht lange brauchen, um einzutreffen und sich der Verteidigung anzuschließen. Heute können wir einen ruhmreichen Sieg für sich selbst erringen. Was? Halten Sie die Stellung, General Heinrich. Okay. Macht denn Schäfer? Habe ich nichts Besseres als Schäfer? Scribner. Nee, wo ist das? Okay, Scribner. Ah, das ist irgendwas Neues. So. Ich rechne, dass hier zuerst die Einheiten eintreffen. Diesen Mann würde ich hier noch hinpacken. Und dann let's go. Ah ne, da. Die packen wir aber nochmal kurz auf Pause. Die packen wir aber hier weg, weil wenn hier Einheiten auftreffen, dann kriegen die ja gleich einen auf den Sack. Lecker Kaffee. Darum würde ich die vielleicht hier so seitlich, hier so in den Bäumen. Ihmchen darf dann hier hin. So, die beiden. Packe ich hier rein. Ich glaube, die kommt von da definitiv. Ich stelle sich die Frage, macht die KI dasselbe wie ich? Geht die erstmal hier so rum? Nur gar nicht. Ich habe gar nicht. Warte mal. Ich glaube, ich habe damals hier ein Teil hingestellt. Und hier. Und bin dann angegriffen von zwei Seiten. Und als wir die hatten, haben wir die auch wieder von zwei Seiten quasi angegriffen. So habe ich es noch ungefähr in Erinnerung. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Wohl, ich kann... Ich packe den erstmal hier hin zur Unterstützung. Vielleicht kommt der von da was. Ein Übergang? Nö. Ich glaube doch. Aha. Na, vielleicht kommt die KI aber von hier, also nicht von da. Mal gucken. Ist mir noch per Zufall aufgefallen. Ich bin nicht von hier gekommen, definitiv nicht. Ich hätte... Nee,
Da bin ich nicht gekommen. Definitiv nicht. Verstärkung trifft von hier ein. Und dann sage ich Kanonen erstmal dahin. Heinrich braucht hier Unterstützung. Ich denke mal, hier wird es zuerst krachen. Loomis und hier du. Ihr könnt laufen, wisst ihr, ne? Gut. Ich wollte nur wissen, ob ihr es wisst. So. Wenn hier noch was wäre, Deckung, ist ja geil. Oder man hätte aus zwei Versorgungslager ein riesiges gemacht, aber... Naja, wird schon seinen Sinn haben, warum man zwei hat. Na, man hört sie schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt frech sein soll. Ich mach's einfach mal. Wir packen es jetzt hier mal so in den Wald. Ah, da sind sie schon. Ja, nee, da nichts mehr Wald. Hat sich erledigt, meine Leute. Rein da. Ja, es ist, ach, die sind schon drin. Was für eine Scheiße. Ja, gesichtet. Super. Überall sind sie ja schon. Was haben wir für Deckung? Wir haben eine scheiß Deckung. Bei Ärger zumindest. Geh nochmal ein Stück vor. Nochmal einen Meter vor. Jeder Meter, siehst du, wird gut. So. Und halt. Ihr habt. Halt. 87 reicht mir erstmal. Das war die da beschäftigen. Schade, hier waren irgendwo Kavallerie. Die haben natürlich die Kanone da. Wenn die Kavallerie nicht wäre, könnte ich meine hinsenden. Die Frage ist, was machen die hier? Noch mehr kommt für die Werte. Artillerie? Artillerie? Batterien? Oh, von da. Dann bewege ich hier mal weg und da kommt auch was. Okay. Ich versuche die, ach, das ist scheiße. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Hier, töte den General. Ah, eigentlich hätte, glaube ich, er hier die Nahkampfleute. Gut, kommt zurück. Alter, die metzeln sich da ab. Das ist ja der Hammer. Ey, der rennt doch nicht weg, der andere. Der kämpft und kämpft und kämpft. Ich glaube, Loomis haut gleich ab. Ah, das ist auch nicht gut. Wir sind da mal weg. Ach so, diesen Zieren in der Wand. So, hier. Ach, der läuft. Scheiße. Jetzt könnte man nämlich von hier, Lore, hinten Druck machen. Mache ich auch. Komm. Stell dich mal da hin. Riskier es jetzt. Damit wir da die Mitte irgendwie von Richards hier unterstützen. Oh, nee, nee, nee. Bleibt im Wald, bleibt im Wald. Nee, das ist doof. Das ist in der Deckung. Halt. So, komm auch. Du musst laufen, ne? Boah, okay. Dass wir jetzt schön von hinten nochmal angreifen. Oh, der kommt rein. Lauf! Scribner oder Scribner.
Lauf! Na, die sind drin! Ich höre hier noch mehr schreien. Jetzt greifen die auch an. Da kommen sie. Oh, Heinrich. Lauf, Heinrich. Das gibt's doch nicht. Die laufen echt. Ja, die Rebellen sind zu zahlreich. Rücken sie vor und sichern sie das Versorgungslager. Ich hoffe, ich krieg jetzt ein paar Leute, ey. Oh, jetzt sind die da drin, das gibt's doch nicht. Verpisst euch, ey. Nein, da. Laufen, laufen, aber gib Gas. Da bin ich den ganzen Tag Zeit. So. Hallo, soll sich um den da kümmern. Danke. Halt. Ich muss mein General. Na, die haben das Lager gesichert. Kanon, 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 Kanon. So. Schießt sie da raus. Heinrich Randa, wir brauchen Motivation, aber dicke Motivation, die dickste, die du hast, ey. Laufen hinten, aber die Jäger halten die schon ganz gut auf. Heinrich. Ah, Loomis hat ganz schön eingesteckt. Wir müssen den wegkriegen da. Loomis, ach, ich habe zu spät gesehen. Loomis, komm. Und da ist auch Kavalleriefeindliche. Es gibt's doch nicht. Saubande weg. Halt, nicht Nahkampf machen. Das will ich nicht. Jetzt doch mal drauf da, Leute. Drauf. Feuer! Kanone, Feuer! Muss doch noch mal was sterben! So, die laufen. So, wenn die laufen, können die wieder rein. Nee, komm. Okay, komm zurück.
Die halten wir hier schon irgendwie auf. Das ist gar nicht so doof. Na, Schäfer ist gleich weg. Ich sag mal, zurückziehen, Schäfer. Jetzt bist du mir gleich tot und ich habe wieder einen Fall. Hier, Schäfer, komm mal hierher. Wir holen euch jetzt hier. Wir tauschen mal. Schäfer verteidigt. Mit seinen paar People. So. Jetzt nerven die mich aber dermaßen. Upsala. Das war falsch. So, auf Walker da. Damit der läuft. Das wird nix. Kommen langsam an. So, da läuft was. So, Feuer. Na, jetzt läuft da alles irgendwie. Das kann's doch nicht sein. Halt. Heinrich, hol ihn zurück. Nein, Entschuldigung, ihr müsst euch drehen. So. Den spielen wir weiter verstecken, das ist ganz geil. Mal so ein bisschen ärgern, schießen, ärgern. So, da ist meine Kavallerie, die brauche ich da hinten gleich. Holen wir mal zurück. Wenn wir den jetzt da haben, gibt es gleich einen Gegenangriff. Die Kavallerie zieht schon mal weiter. So, Kanonen. Egal was ihr macht, wir brauchen da drin Feuer. Ich will sie raus haben, verdammt. Ah, jetzt haben sie schon wieder neu formiert. Die greifen gleich wieder an. Ich komme nicht hin. Laufen. Fantastisch. Rein. 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 Na los. Du halt wieder auf. Oh, da läuft irgendwas von mir. Das ist nicht doof. Da hat sich was aufgelöst. So. Ja, kommt jetzt da weg oder was? Hier ist irgendwo Kavallerie. Kanonen. Die müssen weg. Wo sind die Kanonen hin? Da. Kanone da mal hin. Dahin. Ich sollte in den Nahkampf gehen, verdammte Scheiße. Tötet die, macht die tot. Ihr sollt da nicht irgendwie rumspielen. Hier, ihr sollt spielen. Läuft der wieder. Blockiert. Warum kann der blockiert sein?
Ja, sicher. Jetzt werden die angegriffen. Feuer. Hey, das gibt's doch nicht. Nehmen Sie diese Scheiße da ein. Jetzt geben wir hier kleine Pups-Einheiten auf den Sack. Die Seite muss aufgeräumt werden, verdammte Scheiße. Dass wir hier Männer an die Mauer kriegen. Von was wolltest du jetzt... Ach, der sitzt auf einmal wieder da, ja? Dass die auch so schnell durchlaufen können, ist einfach scheiße. Hier auch eigentlich Einheiten. Ah, die laufen. Fantastisch. Weiter. Laufen die auch, es ist der Hammer. Rein damit euch. Rein. Rein, verdammte Scheiße. Heinrich, hol ihn wieder. Ich brauche jeden Mann. Hier, Feuer auf die da. Wir müssen das ein bisschen so wegkriegen, gerade, die Leute. Mal nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, töten. Na, töten, töten, töten. Was? Oh, gib Gas. Noch mehr Leute da. Komm, zurück. So, weiter. So, hinten hat die Kavallerie überlebt. Ziehen wir nochmal mit hier. Gegen die andere Kavallerie und schnell beenden, bevor wir wieder was verlieren. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich dachte einfach, wir reißen das. Ich krieg mehr Verstärkung oder ich habe mehr Verstärkung. Hatten wir aber nicht. Ja, war doch nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben wieder 2000 Mann Verluste. Ach, das ist doch Dreck. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Also die Plänkler-Einheiten hier hinten, rechts unten, die haben echt gut deine feindliche Einheit immer geärgert und auch die Kanonen zurückgehalten. Wenn die Kanonen angekommen wären, dann hätte es echt übel ausgesehen. Aber so groß, also mir kam es mehr vor, dass die eine größere, also mehr Leute sind. Ja, Verluste auf beide Seiten eigentlich ziemlich gleich. Naja, das war, ja, ich würde schon fast sagen, ein teurer Sieg. Viele Verwundete, aber ich hoffe, 3700 Mann, das ist jetzt nicht so der Hammer. Das waren, hier waren Trupps. Hier gab es mal Trupps. Hier gab es mal Einheiten. Der andere Trupp, der nicht von Schäfer, der schadet nicht so viel, aber hier war ein Trupp mit 600 Mann, der ist weg.
weg. Jetzt haben wir 5000 Mann, aber jetzt kann ich groß einkaufen. Also, wenn das Geld stimmt. 63.000. Ja. Gold. Ich wollte eigentlich eins erst voll kriegen, aber jetzt, wo ich ein bisschen Geld brauche, würde ich doch nochmal ein oder zwei Punkte erstmal auf Politik und dann später erstmal Ausbildung voll machen und Truppenteil. Also ein bisschen mehr Geld wäre schon ganz geil. Ein bisschen mehr. 5%. Nächste Stufe wäre bestimmt 5%, ne? Ja, genau. Das würde vielleicht schon was ausrichten. Wir könnten noch mal gucken, ob wir schon was einkaufen können aus Washington. Wir können John Gibbon, wer immer das ist, einkaufen. Oder ein paar Gewehre. Die ich mich aber von der Reichweite nicht umhauen. Da würde ich eher Nein sagen. Ja, danke für die Info. Ich glaube, das schalte ich bald wieder aus. Und das kostet Asche. Das tut am Anfang richtig weh. Der konnte eh nicht so viel Soldaten nehmen. Lieutenant Colonel scheint billiger zu sein. Dann, ach so, Major. Ja, dann nehmen wir doch hier einfach so einen Major, der noch keine Erfahrung hat. Brett. Oh, wir nehmen Jesus. Wir haben Jesus, dann gewinnen wir. Wenn wir Jesus haben, gewinnen wir. Jesus, Jesus. Du warst ein toller Mann. Oder wie ging das nicht? Ach, echt okay war das? Jesus, Jesus. Sing nochmal lauter. Jesus, Jesus. War echt okay. Okay. Du, Jesus, Jesus. Every time that day. Danke, Mathilde. Das reicht mir schon. Es war ein toller Typ. Hatte alle ja. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach mal liken, kommentieren und ich mache jetzt hier aus. Haut rein, ciao!